Und damit, meine lieben Dreamies, darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen zum Ankündigungsvideo für die allererste Showdown Draft League auf diesem Channel, nämlich der Little Hero Draft League. Wie der Name schon sagt, ist die Little Hero Draft League Art Draft Liga, wo man nur Pokémon aus dem Little Cup benutzen darf, sprich keine Pokémon, die voll entwickelt sind, sondern Basis-Pokémon. Sprich sowas wie Glumanda, sowas wie Hoplo, sowas wie die Babyform von Tinkerton, Traumato, Voltoball. Solche Pokémon sind erlaubt. Und wir haben uns ein Team zusammen gedraftet und schauen uns dieses Team jetzt an. An dieser Stelle kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe jetzt einen Patreon-Account, auf den ihr euch Goodies sichern könnt. Und zwar könnt ihr für 1 Euro supporten. Da könnt ihr bleibt wirklich viel. Ich werde ein extra Video pro Woche auf Patreon hochladen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Content. Dann gibt es den Community Support. Da kriegt ihr ein Reaction-Video eurer Wahl mehr oder weniger umsonst, also 3 Euro im Monat. Und ihr kriegt 2 Videos pro Woche extra. Und dann gibt es nur den My Full Support, wo ihr 3 Reactions eurer Wahl bekommt. Plus das vorne Video, was ihr sowieso auf Patreon hochlädt, von dem ihr kriegt ihr dann mit 6 Euro 4 Videos pro Woche noch extra dazu. Ja, müsst ihr auf Patreon supporten. Ihr könnt es auf Patreon supporten. Nur damit es erwähnt ist, dass ich jetzt ein Patreon habe. Und wünsche euch weiterhin viel Spaß im Video. Voila, das ist unser Kader. Wir gehen wieder ran mit dem Team Quapuzina. Halt mir doch, passt für Lil Cup immer nur perfekt. Ihr habt nur ein anderes Team. Ein anderes Team-Logo, einen anderen Teamnamen. In the Back habt ihr auch schon im Kanal, glaube ich, gesehen. Haben wir schon mal angekündigt, aber haben wir dann wieder verworfen, weil leider nichts geworden ist. Allerdings, ja, das ist unser Team. Ich gehe ganz kurz über die Picks drüber. Wir haben im S-Tier als ersten Pick Baemon gehabt. Ich habe mir gedacht, hey, Baemon ist cool. Kann Fakeout, kann Screens, kann Thunder Wave, hat Prankster. Ist ein solides Pokémon im S. Will ich unbedingt haben. Ich brauche eine gute Grundlage. Und ich bin im VGC-Format, Doubles-Format. Und der mehr Baemon, sowieso ein absolutes Bangermon, hat jetzt Abgangsgerade bekommen. Ja, hat jetzt ein paar Tools, mit denen man spielen kann im Doubles. Ja, weg. Dann haben wir gedacht, ich brauche irgendwas, was Baemon supportet, was die Feen-Attacken abfängt und die Stahlattacken abfängt. Und die Kampfattacken. Alles, was der Baemon irgendwie effektiv trifft. Und habe mich dann als zweiten Pick für Nebulak entschieden. Nebulak ist ganz okay, hat 80er Speedbase, hat 100 Special Attack, ist sogar unser Special Breaker mehr oder weniger. Kann dann nur mit Icy Wind und Haze super supporten. Und bringt mit Trick Room und Icy Wind Speed Control mit rein. Von dem her ein recht solides Mon im S und kann er da ordentlich böllern. Also so wie Gengar, nur ein Mini-Mini. Dann sind wir gesniped worden, dann hätte ich ganz gern Hippoteros gehabt oder Pikachu, aber die waren dann alle schon weg. Dann haben wir gedacht, ich brauche jetzt im S irgendwas, was das Trio oben komplett macht. Dann haben wir gedacht, komm, scheiß drauf, wir holen uns Gladiantri im S. Dadurch, dass wir mit Nebulak eine Trick Room Option haben, war Gladiantri vom Speed her und von seinem Angriff und von seinem Movepool her eigentlich so die richtige Wahl. Und ja, deswegen haben wir Gladiantri mitgenommen. Es hat Sucker Punch als Prio und kann halt mit
sowas wie Rock Tomb noch Speed Control mit reinbringen und Iron Head. Alles, ja, ballert halt. Danach habe ich mal, glaube ich, Mankey geholt. Oder nein, danach habe ich mal Finion geholt, weil mir sind meine Tailwind-Setter alle weggepickt worden, wie die Kilowattle und so. Ich denke mir, ich brauche einen Tailwind-Setter. Und Finion war in meinen Augen jetzt der Beste, der noch da war. Kann auch nur sowas wie Icy Wind, kann mit Chilling Water und Charm super supporten. Ist halbwegs bulky, hat einen okayen Speedwert, von dem her kann man den schon als Tailwind-Setter und Supportmann mitnehmen. Damit habe ich eigentlich mehr oder weniger so mein Support-Core mit Nebula, Bämon und Finion erstmal fertig gehabt und dann haben wir gedacht, das brauche ich was böllert. Ich denke mal als nächstes dann Mankey kriegt. Mankey mit Choice Band oder Choice Scar. Absolut starkes Pokémon. Jetzt mit Terra und andere Sachen nur mal umso stärker. Kann alles Mögliche abfangen dadurch. Hat jetzt nicht den größten Bulk, aber das war mir nicht so wichtig. Weil ich habe was braucht, was physisch reinböllert. Und das macht Mankey eigentlich ganz gut. Somit sind unsere Haupt Damage Dealer, Nebula, Gladiantri und Mankey bis dahin gewesen. Und es ist weitergegangen mit Snipes hier und da. Knilz war weg. Andere Optionen, die ich ganz gerne gehabt habe, war weg. Deswegen habe ich mir dann Filori geholt. Filori war jetzt, wie gesagt, ein Notfallpick, weil ich habe irgendeine Pflanze gebraucht. Ich habe irgendwas gebraucht, was mir den Crest-Tab bringt. Wie gesagt, ich hätte ganz gern Knilz gehabt. Knilz war ganz oben auf meiner Liste. Aber was soll man machen? Wenn es weg ist, ist weg. Meryl ist mir ja auch weggepickt worden in dem Tier, von dem her schaut das Tier 2 aus, so wie es ausschaut. Ich habe einfach das Beste aus dem Tier rausgeholt, was man rausholen kann. Filori hat einen ganz witzigen Movepool. Es hat alle möglichen Sachen. Es kann Ally Switch, was in Gen 9 zwar genervt worden ist und jetzt wie Protect funktioniert. Aber es kann Ally Switch. Und er kann damit schon Sachen machen. Es kann Fake Out, es hat coole Crash Steps. Es ist ein Starter-Pokémon, es ist solide von den Werten her. Hat okay einen Bulk, hat okay einen Attack. Von dem her, Starter-Pokémon halt. Kann man nie was falsch machen in einer Little Cup Draft. Als nächstes haben wir uns dann, glaube ich, Traumato geholt, weil ich nur was haben wollte, was mein Trick Room Mode unterstützt, weil die Mons bisher bis auf Nebula und Mankey nicht so fast unterwegs sind. Und ich wusste, ich muss da nur ins unterste Tier rein, ins C-Tier, damit ich mir da nur Mons pick. Und im C sind halt die Mons mit die schwächsten Stats. Von dem her, wenn man da einen Trick Room mit hat, kann man aus einem C-Tier-Mon schon was rausholen. Von dem her habe ich dann für Traumato entschieden. Ist ultra speziell defensiv. Mit 90 Base in der speziellen Defensive. Ultra geil. Hat Inner Focus. Du kannst Terra Dark draufklatschen und Safety Goggles. Dann bringst du immer einen Trick Room raus, egal was ist. Du kannst andere Terra-Typen drauf spülen und Mental Herb und alles Mögliche spülen. Das heißt, das ist einer der besten Trick Room Setter gewesen, in meinen Augen, die man haben kann. Nämlich, ja, ist da, um Speed Control reinzubringen in Form von Trick Room.
und halt auch mal ein bisschen auf der speziellen Seite zu tanken. Es kann auch ein bisschen was austeilen, aber eher genauso wie Baemon und Finion rein als Supporter mit dem Team. Dann wollte ich mein Firewater Crestcore auf alle Fälle saven, deswegen Glumanda. Was soll man großartig über Glumanda sagen? Glumanda macht Glumanda Sachen. Es drückt Heatwave, es drückt Dragon Pulse. Ja, es ist ein kleines Charizard, mehr oder weniger. Es ist ein Starter-Pokémon. Starter-Pokémon sind in Little Cup immer halbwegs solide. Und dann haben wir gedacht, komm, Glumanda für den Firewater Crestcore ist schon fein. Das sind nicht die besten Offensivwerte, aber wenn man da was draufklatscht wie Expert Bell, Choice Bags, kann man da schon was draus. Kann man da schon was raus. Und ein Live Orb würde auch noch gehen auf Glumanda. Aber eher weniger. Dann habe ich einen Electro-Type braucht, weil wir sind alle meine Electro-Types weggepickt worden. Voltoball war gone, Illuwattle war gone. Die einzige halbwegs vernünftige Alternative war deswegen Voltilam. Es ist jetzt nicht mein Lieblings-Pokémon. Es kann Eerie Impulse, es kann Electro-Rap, es ist slow, es hat okayische Attack-Werte für Lil Cup, Mann. Man kann in Trick Room aus dem Ding schon was rausfinden, wenn man es offensiv spielen will. Aber mehr oder weniger ist es darum, spezielle Attacker irgendwie in Schach zu halten mit Eerie Impulse. Und das soll sie dann mit Baumwollsaat gegen die physischen Attacker hochpushen. Und dafür ist Voltilam eigentlich primär in meinem Team. Danach haben wir gedacht, wo immer Kindwurm holen, brauche ich unbedingt den Dragon-Type. Durch Terra finde ich dann einige Types jetzt nicht mehr so wichtig im Team zu haben. Wie anfangs, weil jedes Mon kann den Dragon-Type dann einnehmen. Und dann haben wir einfach nur einen weiteren Attacker geholt mit Kindwurm. Ist jetzt nicht der beste Attacker, kann besser sein. Aber ja, ich mir doch komm, nimmst du nur einen physischen Attacker mit einem Dragon-Type, kann schon nicht schauen. Dann wollte ich unbedingt Ferkuli haben. Ferkuli, eins der coolsten Mons aus der 9-Gen. Ich liebe Ferkuli. Ich habe das gesehen und mich sofort verliebt. Das ist mein zweitliebstes Pokémon. Noch Schlurm. Schlurm dürfte ich leider nicht spielen. Deswegen haben wir sich für Ferkuli entschieden. Und Ferkuli hat eine ziemlich coole Fähigkeit. In Doubles, die verhindert, dass der Gegner bei Pokémon taunted, encored oder irgendwas anderes. Von dem her für Kuli schon okay. Wenn du dann nur einen Evoliten draufklatscht und ein bisschen Bulk investest, kann der schon was machen. Aber es ist nicht so Top-Pick, wo ich sage, okay, dann nehme ich jetzt gegen das Team mit, sondern dann nehme ich nur mit, wenn ich sage, okay. Mein Team braucht jetzt unbedingt für Kuli, weil ich sonst verliere gegen das oder das, aber seid mal dahingestellt. Und der letzte Pick war dann der Baby Delalalup. Einfach zur Purze, weil ich nichts anderes gehabt habe. Das ist mein Kader für die Little Hero Draft League. Er ist okay. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Der erste Spieltag ist, während ich das aufnehme, schon hinter uns. Hat ganz gut funktioniert. Kommt demnächst auf YouTube. Wird wahrscheinlich so wie immer samstags kommen. Der erste Spieltag wahrscheinlich nicht. Der wird wahrscheinlich dann am Dienstag oder so online gehen. Aber die anderen Spieltage sollten dann wie gewohnt immer samstags stattfinden. Wenn nicht, Ausweichtermin immer Dienstag. Dann euch gern im Kalender schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Little Hero Draft League und
was ich dir dann im ersten Spiel erzähle.